Ja, willkommen zurück hier bei Erben der Erde, im Heiligtum der Sturmkugel. Ja, ich habe einen Fencheltee, einen gemeinen Fencheltee heute dabei. Genau, ja, den ziehe ich mir jetzt erstmal rein. Sekunde. So, okay. Dann wollen wir mal weiterschauen hier. Ich habe ja hier die Vollmacht des Waldkönigs. Und das Teil drücke ich der Elara jetzt mal in die Hand. Also, gib Vollmacht des Waldkönigs an Elara. Der Waldkönig sendet Grüße und bittet euch, diesen goldenen Apfel als Zeichen der Vollmacht anzuerkennen. Er sagte, dass er euch etwas bedeuten würde. In der Tat, so ist es. Dieser Apfel ist ein Souvenir von einer Suche, auf die er für seinen König ging, als er noch ein junger Soldat war. Er war als Krieger ebenso würdevoll, wie er es heute als König ist. Dann dürfen wir unsere Untersuchung auf dem Heiligtum jetzt fortsetzen? Ihr könnt suchen, so viel ihr wollt. Ich werde das Tor öffnen. Möge das Glück euch begleiten. Aha, okay. Aber vielen Dank. Welches Tor denn? Das, was da im Dorf verschlossen war? Guck ich mir gleich mal an. Was ist denn das hier? Podest. Hier hat also die Kugel gelegen. Das riecht gut. Ja, nach Weihrauch. Ja, lecker. Das riecht gut. Ja. Habt ihr was zu sagen? Diese glatten und sauberen Wände machen mich nervös. Okay. Ich muss sagen, ich bewundere diese Frau. Tja, sonst gibt's hier nichts? Nee. Tja. Ja, guck ich mal, ob Elara dieses Tor da aufgemacht hat. Im Dorf. Schauen wir mal. Kann ja nur das sein. Ich meine, welches denn sonst? Wo war das denn nochmal? Hier oben, glaube ich, irgendwo. Oder? Nee. Ja, auf jeden Fall oben. Aber hier jetzt nicht. Nee. Ach, kann ich auch hier rüber gehen? Wo war das denn? War das hier? Ich glaube, hier war das. Hier habe ich ja auch den Becher gefunden. Jo, die Tür ist auf. Okay. Und wo geht's denn hier hin? Okay. So, und nun? Was soll das sein hier? Das scheint ein Springbrunnen zu sein. Ja. Tja, hier soll ich jetzt irgendwelche Hinweise finden, ja? Dann schauen wir mal. Was ist das? Das scheint ein Vogelbad zu sein. Ein Vogelbad. Gut. Was haben wir hier? Bewässerungsgraben. Das ist ein Bewässerungsgraben. Okay. Tja. Ja, eine ganze Menge Blumen. Bewässerungsgräben, Blumen. Oh, was ist das? Hä? Sauerbeeren? Solche Beeren habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich frage mich, woher sie stammen. Sauerbeeren, aha. Okay, nehme ich mir mal ein paar mit hier. Die sind vielleicht ein wertvoller Hinweis. Sauerbeeren. Was ist das? Fußabdruck. Halt! Was?
Da ist dein Fußabdruck. Siehst du ihn nicht eher? Die Form kommt mir nicht bekannt vor, aber Spurenlesen war nie meine Stärke. Vielleicht kann ihn jemand anders identifizieren. Wir müssen ihn hierher bringen. Den Schlamm können wir bestimmt nicht hier wegnehmen. Was sollen wir tun? Ein Fußabdruck. Ich muss erstmal jemanden finden, der das lesen kann, also der Fußabdrücke lesen kann. Naja, okay, ich habe auf jeden Fall diese Sauerbeeren. Aber wer könnte mir denn etwas über Sauerbeeren erzählen? Tja, naja, schaue ich hier mal weiter. Nur Blumen. Eine ganze Menge Blumen. Das sind wohl Blumenhändler, was? Ah, hier? Auch Blumen. Oh, das sieht aus wie Lavendel oder so. Schön. Nichts. Hier? Oh, was ist das? Dünger. Ein Sack Dünger. Für den Garten, kein Zweifel. Kann ich den mitnehmen? Nimm Dünger? Ich glaube nicht, dass ich den herumtragen möchte. Nee, nicht wirklich. Okay, Dünger. Ja, merke ich mir mal, dass hier Dünger rumliegt. Wer weiß, vielleicht brauche ich das nochmal irgendwann. Was ist das? Oh, da ist ein Eimer. Ah, das klingt auch irgendwie nützlich. Ein Eimer. Okay. Komme ich da gar nicht dran? Nur ein ganz normaler Garteneimer. Ja, nehme ich mit, wenn es denn geht. Nimm Eimer. Jo, funktioniert. Tja. Jetzt muss ich jemanden finden, der Spuren lesen kann. Weiß vielleicht einer von euch, wer das kann? Wir sind auf der richtigen Spur. Ich spüre das. Das ist schön für dich. Sei vorsichtig, Riff. Übersieh nichts. Ja, ich gebe mir Mühe. Tja. Tja, ein Fußabdruck. Beeren. Ich frage mal Elara. Vielleicht weiß die, was mit den Beeren es auf sich hat. Diesen Sauerbeeren. Das ist ja jetzt die einzigste heiße Spur, die ich habe. Welches Tier ist denn Sauerbeeren? Keine Ahnung. Gib Sauerbeeren an Elara? Ich bin an deinen Bestechungsversuchen nicht interessiert. Ich will dich nicht bestechen. Ich hoffe, eure Suche war erfolgreich. Gebt nicht auf. Ja. Nee. Vielleicht kann irgendjemand auf dem Jahrmarkt Spuren lesen. Aber da fällt mir jetzt gerade niemand ein. Wer könnte denn von denen Spuren lesen? Tja. Mal schauen. Vielleicht weiß der Waldkönig irgendwas über diese Beeren.
Ihr wisst ja nichts. Sei vorsichtig, Riff. Nee. Über sie nichts. Nee, die wissen auch nichts. Okay, dann gehe ich nochmal zum Wald, würde ich sagen. Das wäre äußerst dumm. Wir sind die Letzten, die der König sehen will. Es wäre nicht gut, noch einmal mit dem König zu sprechen. Okay. Tja, weißt du denn irgendwas über diese Bären? Das haben wir bereits. Du auch nicht? Das haben wir bereits. Tja. Nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Tja. Zum Jahrmarkt? Wer könnte denn da Spuren lesen? Keine Ahnung. Was gibt's denn hier noch? Gibt's die Höhle? Ein Dorf? Das Schloss? Ein Haus? Na ja, schau ich mal hier in der Höhle. Oh. Hallo? Wer bist du denn? Aha. Liste mit Regeln. So viele Regeln habe ich nicht mehr gesehen, seit ich in der Schule war. Okay. Stapel mit Büchern. Eine Schreibfeder. Eine Laute. Globus. Käse. Ja. Lecker. Ganz normaler Käse. Ja, kann ich den mitnehmen? Hey, fass das nicht an! Ach, das habe ich mir gedacht. Das mag er nicht. Der Türwächter. Aha. Guten Tag. Tag ist es. Gut ist er nicht. Wir brauchen Informationen. Welche Art Informationen? Tja, ich weiß auch nicht. Mich interessiert die Geschichte der Ratten. Was kannst du mir darüber erzählen? Ich habe keine Zeit für eine Geschichtsstunde. Da solltest du besser einen Termin mit einem unserer Historiker machen. Historiker? Ganz genau. Wir Ratten sind eine der wenigen Stämme, die ihre Geschichte kennen. Denn wir führen seit längst vergessenen Zeiten Aufzeichnungen. Dann seid ihr eine der älteren Rassen? Das ist richtig. Nach der Legende sind wir die erste Rasse, die von den Menschen unterrichtet wurde. Das mag auch der Grund für unsere ausführlichen Aufzeichnungen sein. Habt ihr denn auch Aufzeichnungen über den Kontakt zu Menschen? Ah, Aufzeichnungen über die Menschen. Diese Aufzeichnungen sind sehr ungenau. Dort steht, dass die Menschen unsere Ahnen in Käfigen gehalten haben, während sie ihnen das Geschenk verliehen. Das Geschenk? So nennt unser Volk das Verleihen von Selbstbewusstsein an die Tiere. Und was passierte, nachdem ihr das Geschenk erhalten hattet? Die Details sind nur skizzenhaft. Anscheinend arbeiten unsere Ahnen bei den Menschen in einer Art Anstellungsverhältnis. Auf jeden Fall brachten sie uns das Sprechen und auch das Schreiben bei. Eure Ahnen waren Diener der Menschen. Diener? Natürlich nicht! Wir sind keine Diener! Wir haben ihnen auf einer gewissen Ebene bei wissenschaftlichen Experimenten geholfen. Oh, Feuer! Dann waren die Ratten und die Menschen also gute Verbündete? Nicht ganz. Obwohl einige der Menschen mit uns arbeiteten, hatte der Großteil ihrer Rasse schlimme Vorurteile gegen uns und fürchtete uns. Sie verjagten uns oder brachten uns um, wenn sie konnten. Sowohl verwandelte als auch nicht verwandelte Ratten. Einige hassen uns so sehr, dass sie sogar Fallen aufstellten, um uns zu fangen. Was unternahm dein Volk dann? Was wir tun mussten, um zu überleben. Wir setzten uns ab und bauten Wohnhöhlen unter der Erde, damit uns keiner mehr etwas anhaben konnte. Und wir setzten unseren Lebensstil fort, selbst als die Menschen verschwanden. Und du glaubst an diese Legenden?
Ich glaube, dass alle Legenden teils Fakt und teils Fiktion sind. Was jedoch was ist, das wissen nur unsere Ahnen. Ach, okay. Und dein Job ist es, diesen Eingang zu bewachen? Nein, nein! Ich bin nicht nur ein einfacher Wächter. Es gibt mehrere von uns, die sich abwechseln, auf den Eingang aufzupassen. Meine Hauptaufgabe ist es jedoch, aufzupassen, dass unser Handel mit anderen Stämmen gleichmäßig verläuft. Okay. Womit handeln die Ratten hauptsächlich? Wir handeln hauptsächlich mit Informationen. Alle Talente, die wir haben, kommen aus den riesigen Lagern mit aufgezeichnetem Wissen. Wie hast du diesen Job bekommen? Das ist ein Geschäft, das von meinem Vater und davor von seinem Vater übertragen wurde. Ah ja, es ist total interessant. Dann machst du das also schon recht lange. So lange, wie ich mich erinnern kann. Mein Vater nahm mich immer hierhin mit, als ich noch jung war, und lehrte mich alles über dieses Geschäft. Dann machst du das also schon recht lange. So lange, wie ich mich erinnern kann. Mein Vater nahm mich immer hierhin mit, als ich noch jung war. Ja, das hatten wir. Und lehrte mich alles über dieses Geschäft. Ja, genau. Magst du deine Arbeit? Mögen? Mögen? Was ist das für eine Frage? Das ist mein Job. Das ist, was ich zu dieser Gesellschaft beitrage. Meine persönlichen Vorlieben haben damit nichts zu tun. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Okay, was gibt's noch? Erzähl uns mehr über deine Gesellschaft. Tja. Was gibt's denn da alles für Fragen? Die Gesellschaft der Ratten? Frage nach dem Anführer? Gesellschaft der Ratten. Erzähle uns von deinem Volk. Zum einen möchten wir in Ruhe gelassen werden. Wirklich? Warum denn das? Weil wir uns sonst zu viel mit nutzlosem Tratsch aufhalten. Deshalb wird der Kontakt zu anderen Rassen gewöhnlich auf das Nötigste beschränkt. Aber da waren doch einige Ratten auf dem Rätselwettbewerb. Tatsächlich war es sogar eine Ratte, die mich besiegte. Das ist wahr. Wir scheinen eine große Begabung für Rätsel zu haben. Deshalb genießen viele jüngere Ratten es, hinauszugehen und bei solchen Gelegenheiten mit anderen Stämmen Kontakt aufzunehmen. Das ist jedoch nur eine Phase und dauert in der Regel nicht sehr lange. Sie kehren schon bald darauf zu unserem abgeschiedenen Lebensstil zurück. Was macht ihr so, um euch zu vergnügen? In unserer Freizeit betätigen wir uns auf intellektueller Basis. Spiele, Rätsel, Anagramme und dergleichen. Zur körperlichen Ertüchtigung machen wir Wettrennen und spielen Verstecken. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich muss mich wieder um meine Arbeit kümmern. Ja, ist gut. Ja. Und wer ist euer Anführer? Ihr seid wahrlich eine sehr interessante Rasse. Wir hätten gerne eine Audienz bei eurem Anführer. Eine Audienz bei unserem Anführer? Eine Audienz bei unserem Anführer? Habt ihr einen Termin? Nein, haben wir nicht. Dann ist eine Audienz nicht möglich. Warum? Warum? Weil ihr Besucher nur von morgens bis nachmittags an allen anderen Wochentagen empfängt und von mittags bis Sonnenuntergang an den anderen beiden. Am Tage von Rhone empfängt der geladene Gäste nur von Sonnenuntergang bis Mitternacht. Und am Tage von Duff empfängt er überhaupt keine Besucher. Deshalb müsst ihr auf eure Audienz warten. Aber du verstehst nicht. Okay, Droid, verwirr ihn? Lass es sein. Ich verwirr ihn mal lieber. Ich habe eine Idee. Spielt mit. Wir möchten einen Termin machen. Nun gut. Wie war da gleich der Name? Ich bin Riff vom Stamm der Füchse. Riff vom Stamm der Füchse? Und du bist? Wer bist du vom Stamm der Keiler? Und ja, das bin ich vom Stamm der Elche. Was? Du bist wer? Nein, ja, das bin ich. Nein, nein, wer bist du? Das bin ich. Du? Wer bist du?
Was? Wer bist du? Ich bin der Türwächter. Wer bist du? Wer bist du? Ich sagte, ich bin der Türwächter. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin der Türwächter. Wer ist er? Korrekt. Was? Das ist mein Spitzname. Was ist? Oh nein. Wer? Du. Nein, wer? Kennst du seinen Namen? Ja, das bin ich. Wie cool ist das denn? Nein, wer? Du. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin der Türwächter. Also, nochmal. Wie lautet dein Name? Ja, das bin ich. Du bist wer? Nein, das ist er. Wer ist er? Korrekt. Ja! Wer bist du? Klasse. Wer bist du? Super. Ich bin der Türwächter. Wer bist du? Wer bist du? Ich brauche eine Verkleidung. Ach, cool. Oh, okay. Oh, das ist hier ein Labyrinth, wie es scheint. Eieiei. Okay. Oh Mann. Tja. Tja, okay, dann da gehe ich erstmal geradeaus weiter. Ja, also muss ich irgendwo hier den Anführer finden, ja? Okay, hier ist eine Tür. Hallöchen! Herr Anführer? Nein, hier schon mal nicht. Das scheint doch verzwickt zu sein hier. Was haben wir da? Nee, nichts Besonderes. Hier? Oh, hier geht's auch noch lang. Eieiei. Anführer? Nein. Ist hier ein Anführer? Auch nicht. Geht's da oben weiter? Ich guck erstmal hier unten. Ja, von hier komme ich ja. Okay. Oh, das wird kompliziert. Das wird, glaube ich, echt kompliziert. Naja, okay, schauen wir mal. Oh, da ist eine Ratte. Ja, kennt er mich nicht. Okay, da geht weiter. Das ist die Hauptbücherei, was? Kann ich den ansprechen? Nee. Na, dann wäre auch schön doof. Dann würde er mich ja erkennen. Okay, dann geht's hier durch. Und hier oben lang. Mensch, die Ratten, die haben es hier aber wirklich schön. Muss ich schon sagen. Was ist hier? Naja, da geht's hier durch. Hier war ich ja. Die Tür steht ja auf. Dann war ich hier schon. So, hier oben ging es nicht weiter. Nein. Aber hier. Ja. Oh, da ist wieder die Ratte. Und eine Tür. Das sieht auch nicht nach Anführer aus. Nein. Ah ja. Nein, nichts. Also hier sind wir schon mal falsch. Also wieder zurück. Hier unten noch irgendwo ein Weg?
Hier ist auf jeden Fall noch eine Tür. Auch nichts. Ich gehe erstmal nach hier oben. Das war doch nur so ein Raum. Die leben aber hier echt zurückgezogen. Aha. Was haben wir denn hier? Eine Tür. Ah. Was ist denn das? Eieiei. Das sieht ja hier sonderbar aus. Keine Ahnung. Geht's hier weiter, ja? Okay. Nee, ich gehe mal lieber wieder zurück und dann nochmal da, wo ich herkam. Da habe ich ja auch noch nicht alles abgegrast. Eins nach dem anderen. Okay, das merke ich mir mal. Alles klar, so. Die Tür habe ich doch gerade aufgemacht, oder nicht? Ja. Gucke ich erstmal hier unten weiter. Aha. Hallo, Herr Anführer. Nein. Das ist ja hier echt seltsam. Ach, hier ist wieder diese Bücherei. Okay, dann gehe ich da oben weiter. Durch diesen komischen Raum. Weiß ich wenigstens, dass hier nichts ist. Ja, hier ist nichts. So, dann bin ich hier wieder in diesem Raum. Okay, und hier raus. Hier weiter. Hier, wo wird doch der Anführer hier sein? Das ist hier ein großer Raum. Okay. Hallo, Herr Anführer. Ich hoffe, der kann mir weiterhelfen. Wenn nicht, dann war das eine ganz schöne, weiß ich nicht, blöde Idee. Ich frage mich, was das Wort Quarantäne bedeutet. Oh, ups. Ja, nee. Quarantäne ist nicht gut. Da scheint es jemand nicht gut zu gehen. Quarantäne. Hier? Du kannst den Umhang jetzt abnehmen, junger Fuchs. Oh, cool. Er hat mich erkannt. Hallo, Sist. Du musst eine lange Reise hinter dir haben. Also erzähle mir, wie hast du es geschafft, am Türwächter vorbeizukommen? Meine Freunde und ich haben ihn abgelenkt. Sehr geschickt. Ja. Du warst schon bei dem Rätselturnier sehr geschickt. Aha, da haben wir uns also schon mal gesehen. Ja. Mein Name ist Sist. Und ich war dort, um mir die Niederlage anzusehen, die Scorry dir bereitet hat. Scorry hatte Glück. Manchmal ist ein wenig Glück alles, was zwischen Gewinner und Verlierer steht. Nun dann, warum bist du hier? Tja, ich spreche mit ihm mal über die Kugel.
Meine Freunde und ich untersuchen das Verschwinden der Sturmkugel. Wir wissen nicht so ganz, wo wir anfangen sollen. Und hörten, dass ihr viele Dinge wisst. Könnt ihr uns helfen? Wir haben Wissen, aber wir sind keine Hellseher. Wir brauchen Hinweise. Irgendetwas, womit wir arbeiten können. Hast du Hinweise? Ja, hab ich. Diese Beeren. Ich habe da etwas, das ein Hinweis sein könnte. Dann lass es mich sehen. Das Indiz kann ich euch leider nicht zeigen. Es ist ein Fußabdruck im Garten des Tatortes. Ihr müsst mit mir kommen, um ihn euch anzusehen. Das ist unmöglich. Ich habe viel zu viele Pflichten, die ich nicht ruhen lassen kann. Wenn du jedoch einen Gipsabdruck davon machst und ihn mir bringst, kann ich versuchen, ihn zu identifizieren. Wie stelle ich einen solchen Abdruck her? Kaufe etwas Gips und schütte diesen in den Fußabdruck. Woher bekomme ich den Gips? Ich würde vorschlagen, es bei den Frettchen zu versuchen. Die haben immer Baumaterial zu verkaufen. Vielen Dank, Freund Zist. Ich werde eurem Rat folgen und so bald wie möglich zurückkehren. Was hast du sonst noch für Hinweise? Na hier, diese Beeren. Gib Beeren an Zist. Ah, Sauerbeeren. Was? Ihr kennt sie? In der Tat. Sie sind sehr selten und wachsen nur an bestimmten Orten. Wo? Ihr müsst es mir sagen. Diese Beeren wachsen nur in hochgelegenen Gebieten. Und welche Rassen leben dort, wo die Beeren wachsen? Da liegt der Hase begraben. Es gibt viele Rassen, die sie hierher gebracht haben könnten. Nur mit dem Fußabdruck kann ich genaueres dazu sagen. Beeil dich, ihn mir zu bringen. Dann werden wir bei der Lösung des Geheimnisses einen riesigen Schritt weiterkommen. Ich schlage vor, dass du sofort zum Tatort zurückkehrst. Komm wieder, wenn du mehr Informationen hast. Vielleicht kann ich dir dann helfen. Okay. Vielen Dank, Freund Zist. Mensch, das war ja richtig aufschlussreich. Okay, ein Gipsabdruck. Tja, jetzt muss ich erstmal hier wieder einen Weg herausfinden. Eieieiei, das wird ein langer Weg. Ja, dann mal los.